Hallo Leute und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Airline Tycoon. Ja, wir haben jetzt schätzungsweise fast 700.000 auf Sack an Tag 7, dann ist das schon mal ein guter Deal, ne? Und ja, mal gucken, was heute so am Bach ist. Also in der letzten Folge war ich ja irgendwie da noch an der Flugplanung dran, da werde ich heute auch noch weitermachen. Und vielleicht schaffen wir noch ein bisschen mehr in den kommenden 20 Minuten. Aber mal schauen. So, jetzt gucken wir uns erstmal das Briefing an. Hallo zusammen. Möchte jemand Kaffee? Dann fangen wir an. Beginnen wir mit Sunshine Airways. Man kann über ihre Fluglinie an sich nichts Schlechtes berichten. Ihre Flugzeuge sind in einem Top-Zustand. Sie sind ein Vorbild für uns alle. Ihr Flugpersonal ist durchschnitts. Und weiter mit Falcon Lines. Ich bin mit ihnen eigentlich zufrieden. Es ginge aber sicher besser. Ihre Flugzeuge sind in einem Top-Zustand. Sie sind ein Vorbild für uns alle. Ihr Flugpersonal ist durchschnittlich. Danke. Als nächstes zu Phoenix Travel. Umfragen ergaben, dass Ihre Fluglinie weder besonders bevorzugt noch abgelehnt wird. Der Zustand Ihrer Flugzeuge ist vorbildlich. Machen Sie weiter so. Ihr Flugpersonal ist durchschnittlich. Und zuletzt Honey Airlines. Ihre Fluglinie ist normal. Noch nicht besonderes halt. Der Zustand Ihrer Flugzeuge ist vorbildlich. Machen Sie weiter so. Ihr Flugpersonal ist durchschnittlich. Dann wär's das. Ich danke für Ihre Zeit. Wunderbar. So, dann gehen wir. Ich habe gerade das Fax im Postkorb gesehen. Warum haben Sie alle Flüge abgesagt? Habe ich nicht. Ich habe nur ein paar. Ja, den Müll. Die haben wir bekommen. Presseerklärung. Wichtig. Aus technischen Gründen müssen heute alle Routenflüge von Falcon Lines abgesagt werden. Die Passagiere werden gebeten auf andere Flüge. Was zum... Bitterfeld? Habe ich noch irgendwas offen? Nö. Also sie finden statt, die Flüge, das ist schon mal gut. Aber das ist natürlich jetzt ein bisschen doof. So, wir sitzen hier in Paris fest mit dem Kollegen. Boah, gehen wir jetzt erstmal zum Last Minute. Gucken wir heute, ob Paris finden. So, Orlando, Hongkong, Johannesburg, Detroit, Denver, Rom, Berlin. Ja, heute können wir knicken, heute können wir knicken. Stockholm, Berlin. Ein Passagier, der ist gut. Kriegt den heute noch ein? Der gibt auf jeden Fall richtig viel Schotter. Den nehmen wir mit. Kapstadt. Okay, so, und dann wieder zurück zum Büro. Den nehmen wir mit, weil das ist geschenktes Geld. Müssen wir natürlich schnell sein, weil da muss ich jetzt ein bisschen umswitchen. Boah, haben wir halt gut gelöst oder haben wir halt gut gelöst? Das ist doch klasse. Geht das auch, wenn ich den noch einen rüber setze? So. Hier nochmal Luft. So, dann kriegen wir den noch geil dazwischen. Das ist auch super. So. Ja, der ist anscheinend weg. So, wir waren jetzt bei dem Kollegen aus Orlando. Der muss eigentlich noch Mexiko-Orlando brauchen wir. Und für heute Orlando-Dallas. Fragen wir nochmal nach. Orlando. Orlando-Dallas. Haben wir sowas? Freitag. Wir haben heute Mittwoch. Das ist natürlich doof. Wäre natürlich cool. Und dann Punta Cana. So. Wo stehen wir denn dann? Orlando, Dallas. Mexiko wäre auch noch schön gewesen, ne? Reykjavik. Niederlassung Denver, Bermuda. Denver ist dann Mexiko-Stadt. Hm.
Ja, okay, das ist natürlich doof. Was haben wir auf dem Teil? Guten Tag. Ich würde gerne wissen, was es bei Ihnen für Auftragsflüge gibt. Fahren wir rum. Von Palma nach Stockholm. So. Der ist natürlich auch cool. Kopenhagen oder was ist CPA? Am Samstag. Ah. So, warte mal. Das wäre ja Samstag, ne? Das müssen wir überlegen. Und der ist Donnerstag. Bis Dienstag. So. Den nehmen wir auf jeden Fall schon mal rein. Palma de Mallorca. So. Das kann ich sonst noch etwas? So, haben wir uns die mal eben rein. So, den davor. So, dann brauchen wir hier noch was von Brüssel nach London oder so. Hm. Das können wir dann noch gucken, wenn wir was Passendes finden. Also wir müssen auf jeden Fall da nach London kommen, von Brüssel aus. Was haben wir denn da noch in der Lastung Palma denn? Brüssel. Hm. Haben wir da mal Brüssel, London. Brüssel. Ottawa. Kann der aber auch nicht. Brüssel, Berlin. Helsinki, Brüssel. Brüssel, Kiew. Samstag, Donnerstag. Ah, das ist immer doof. Das ist natürlich immer doof, ne? Amsterdam, Brüssel. Donnerstag. Warte mal, den könnte man auch vielleicht zwischennehmen. Wann? Donnerstag. Detroit. Und hier muss ich. Nee, das ist doof. Dann gucken wir mal von Detroit aus. Brauchen wir für Freitag. Oder guck nochmal. Caracas. Wann brauchen wir denn? Moment, mal eben gucken. Das wäre für Montag, ne? Sonntag. Detroit. Ab Detroit für Freitag. Hier ist kein Detroit zwischen. Denver. Punta Cana, wo ist denn das? Mexiko-Stadt. Weiter, und da müsste ich dann Donnerstag. Boah, jetzt muss ich echt nochmal überlegen. Wie war das jetzt hier? So. Der ist Freitag, ne? Mexiko-Stadt Orlando wäre Donnerstag. Detroit. Okay, wir gucken mal eben im Büro nach. Vorne bei unserem
Oslo. Kommen wir nochmal rein. Können wir eben gucken, wie das hier ist mit der Rendite. Dividende 15. Was? Ich will Aktien. Ich möchte Aktien. Von welcher Firma möchten Sie Aktien erwerben? Sunshine Airways. Von Sunshine Airways. Von welcher Firma möchten Sie sonst noch Aktien erwerben? Gar nichts. So, haben wir da zumindest schon mal. So. So, jetzt müssen wir noch mal gucken. Was haben wir denn da? Berlin, Kiew, Samstag. Samstag, Freitag. Berlin, Stockholm. Ah. Das ist alles ein bisschen blöd gerade. Jetzt muss ich echt nochmal gucken. Wie war das denn jetzt hier? So, also der ist okay. Paris, Berlin für den Donnerstag. Könnte ich fast besser. Kriegt da vielleicht noch den Brüsselflieger rein? Sag ja. Bin ich nämlich auf dem Weg. So. Reykjavik. Wozu das ist Reykjavik? Warte mal, warum war das jetzt hier? Den nach Detroit Reykjavik. Also entweder brauchen wir eine Niederlassung. Und dann so Mexiko Stadt. Atlanta, Bermudas. Houston. Na, ich muss doch da oben hinfliegen. Orlando. Kann man nix was da in die Richtung. San Jose, ne. Der geht. Das wäre Donnerstag. Freitag. Ne. Donnerstag. Und wann müssen wir da in die Richtung? Nach Reykjavik? Donnerstag. Das bringt nicht. Detroit. Nein. Ja, okay. Unter der Voraussetzung würde ich sagen, gucken wir nochmal eben hier nach. Ja. Ja, Kollege. Dann gehen wir nochmal zu Petrol Air. Mal gucken, was da der Sprit jetzt kostet. Einfach zu teuer. Guck mal hinten nochmal, vielleicht haben wir solcher los. Okay, das brauchen wir eilig. Mhm. So. Genau, ich wollte ja noch mal eben hier rein. 16 Uhr.
mal eben hier hin. Ah ne, warte mal, können wir eben gucken. Ist vielleicht YouTube für jetzt da dämliche Laptop zur Verfügung. So. Ich habe zur Zeit Okay, 2 Tage noch. Dann gehen wir nach oben. Die weiße Zone ist zum Ein- und Aussteigen reserviert. In der roten Zone herrscht Parkverbot. So, jetzt immer noch Falcon Lights. Sehr gut. Können hier nochmal ein bisschen dumm Zeug machen. Dann sind wir auch schon quasi fast durch für heute. Ja. So. Was willst du? Ja, Sunshine Airways. Und was? Machen wir mal was ganz Spezielles. Etwas ganz Spezielles für meinen Widersacher. Werbebroschüren telefonsperren lassen. Werbebroschüren in fremde Flugzeuge. Ich werde das heute Nacht erledigen. Das klingt gut. Finger weg! Kein Interesse. Kein. Okay, also das wäre ich immer noch nicht los, das Zeug. Dann rennen wir nochmal hier hin. Morgen müssen wir mal gucken, ob wir da den Flieger loskriegen. Also, morgen ist gut. In einer Woche. So, was haben wir hier? Ist immer noch Falcon Lines. Alles klar. Ja, cool ist, dass man die Leute hier im Hintergrund vorbeilaufen sieht. Das ist ja wirklich krass. Ich fühle mich prima. Brauche keine Tabletten. Was soll ich damit? Was soll ich damit? Was soll ich damit? Ich fühle mich prima. Brauche keine Tabletten. So. Das ist das. Geld haben wir nicht, aber... Sie freut sich über mich, ja. So. Was brauchen die denn? Ich habe keine Ahnung. So, wir gucken jetzt nochmal eben hier. Ist immer noch wir. Ja, wichtig ist halt, dass man wirklich guckt, dass man möglichst alle Niederlassungen kriegt. So meine Erfahrung, wir gehen da jetzt nochmal schnell vor ihm rein. Zack. So. Weil der steht jetzt garantiert bei mir vor der Tür. Und ich will die beiden natürlich auch haben. So, angesichts dessen verabschiede ich mich schon mal von euch. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wenn ja, gebt dem Ganzen einen Daumen nach oben. Ja, ich denke mal, in der nächsten Folge wird es auch ein bisschen gemütlich sein hier in dem Bereich. Aber gut, müssen wir halt durch. So. Deswegen. Aber gut. Das und mehr werdet ihr dann in den nächsten Tagen sehen. Und damit verabschiede ich mich bei euch. Und wir wurden... Ach ja, genau. Wir wurden ja alle Flüge gestrichen. Das wird dann im nächsten Briefing bekannt gegeben werden, was da genau am Bach war. Deswegen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Daumen nach oben, Video gerne teilen. Und dann sehen wir uns hierbei in einer Woche wieder. Bis dahin, euer Bauer sein.